Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einer neuen Frage-Antwort-Runde an diesem wunderschönen Freitag. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt, ich biete euch die Antworten dazu. Bleibt bis zum Schluss dran, es sind einige wichtige und interessante Fragen dabei. Freunde, wie angesprochen, eine Frage-Antwort-Runde an diesem Freitag wieder. Und ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt, jedoch möchte ich an dieser Stelle nochmal animieren, mehr Fragen zu stellen. So können wir uns als Community gegenseitig unterstützen und uns weiterhelfen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, lass gerne ein Abo da, drück die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, wenn dir dieses Format gefällt, wo wir diese Frage-Antwort-Runde machen. So, dann beginnen wir mal mit der ersten Frage direkt von Simon. Ich verkaufe auf eBay digitale Produkte, die ich aus dem Ausland im Internet für günstiger erwerbe. Muss ich dafür auch Rechnungen erstellen? Muss ich auch irgendwann nachweisen, woher diese Codes stammen? Ja, gute Frage, Simon. In erster Linie auf jeden Fall Rechnungen erstellen. Also wenn du das gewerblich tust, und das solltest du gewerblich tun, bei eBay das Ganze verkaufen, dann hast du hier eine Gewinnabsicht, die du verfolgst, und dementsprechend musst du gewerblich dich melden bzw. auch das Ganze gewerblich anbieten. Und sobald du gewerblich was anbietest, ist ganz klar rechtlich geregelt, dass du auch Rechnungen dafür erstellen musst. Aber auch natürlich der Punkt, dass du es irgendwann nachweisen musst, woher du diese Codes hast. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es geht. Digitale Produkte können ja sehr viele Sachen sein. Auch das musst du nachweisen. Passt auf jeden Fall auf, wenn es da große Preisunterschiede gibt, dass diese Codes nicht irgendwie geklaut sind oder so. Da gab es ja schon einige Skandale, die dann rauskamen und wo dann Verkäufer hochgenommen worden sind und sich dumm und dämlich an Strafen bezahlen mussten. Deshalb hier auf jeden Fall aufpassen, geh da sie auf Nummer sicher, und dann hast du auch die Nachweispflicht, falls mal irgendjemand prüfen möchte, woher der Code denn wirklich kommt. Und dann sollte es wirklich eine offizielle Stelle sein. Dementsprechend auf jeden Fall hier aufpassen, weil solche Sachen sind sehr, sehr schwierig, ja. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, diese Frage ist damit für dich beantwortet. Die nächste Frage kommt von Richard. Hallo, hast du ein Video, wo du erklärst, wie man Großhändler anschreibt, auf was man achten muss und so weiter? Richard, ich habe dir kurz dazu schon angemerkt, im Grunde genommen ist es Standard. Du schreibst einfach einen kurzen Zweizeiler, dass du Interesse an den Produkten hast und gerne diese weiterverkaufen möchtest. Vielleicht gehst du noch drauf ein, in welcher Nische du unterwegs bist und so weiter. Im Großen und Ganzen ist dem Großhändler das, ja, er bevorzugt sogar neue Händler in seinem Newsletter zu haben, um diese mit Waren zu versorgen. Jedoch musst du so sehen, wenn ein Großhändler gerne mit dir arbeiten möchte, dann wird er es tun, auch wenn du ihn nur kurz kontaktierst per Telefon oder wie auch immer. Viele Großhändler, die zum Beispiel irgendwelche Verträge sogar mit anderen haben, da müssen natürlich gewisse Abnahmen stattfinden, die dann auch nicht einfach so an jeden beliebigen Händler verkaufen. Das heißt, manche Großhändler sind so spezialisiert, dass teilweise gewisse Abnahmen sein müssen, und wenn du da diese nicht erfüllen kannst, dann wirst du gar nicht erst von denen beliefert, beziehungsweise du bekommst auch gar nicht die Angebote von denen, weil teilweise da vielleicht pro Jahr ab einer gewissen Millionensumme Abnahmen stattfinden müssen, und falls das natürlich nicht gegeben ist, dann geht es nicht. Also, klar gesagt ist, es gibt Großhändler, die beliefern egal welchen Händler, kleinen Händler, Weiterverkäufer, und dann gibt es Großhändler, die gewisse Abnahmen, auf jeden Fall, denen man gewisse Abnahmen zusichern muss, und das dann tatsächlich sogar vertraglich. Bei denen kommst du da an die Ware gar nicht ran, und die interessieren sich nicht für kleine Händler. So. Kommen wir zum nächsten Punkt, aber gegebenenfalls mache ich dazu auch nochmal ein Video, wo man dann vielleicht das Ganze professioneller aufmischt, um da sich zu bewerben beim gewissen Großhändler, wo man vielleicht nicht einfach so reinkommt.
Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, hallo, ich habe ein Problem bei der Amazon Seller Anmeldung. Es wird nach einer Registriernummer gefragt. Nummer im Registrierungsregister. Was ist damit gemeint? Handelsregister vielleicht. Ich habe aber so eine Nummer nicht. Ja, tatsächlich habe ich dir dazu auch schon mal eine Antwort gegeben. Wenn du ein Einzelunternehmer bist und das wählst du ja aus, welche Unternehmensform du hast, dann erscheint tatsächlich auch trotzdem das Feld mit der Registriernummer, das heißt die Handelsregisternummer. Und als Einzelunternehmer hat man die in der Regel nicht. Deshalb in diesem Feld einfach für alle die, die sich auch bei Amazon noch anmelden möchten, einfach in diesem Feld keine schreiben. Ja, das ist auch die offizielle Aussage von Amazon und dementsprechend kannst du den Anmeldeablauf dann auch weiter fortführen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar geht hier, schreibt hier Rita: Hallo Alex, ich schaue neuerdings deine Videos und finde sie ganz toll und hilfreich. Danke an dieser Stelle, dass ich helfen kann. Bei mir ist es so, dass ich ein kleines Betreuungsunternehmen gegründet habe. Ich bin Einzelunternehmer und falle in die Kleinunternehmerregelung. Ich möchte nichts verkaufen. Ich möchte nur eine Werbeannonce über eBay starten. Das heißt, ich möchte einen Text reinsetzen und meinen Flyer hochladen. Meine Frage: Kann ich dieses auch auf meinem privaten eBay-Konto machen oder brauche ich dafür ein Geschäftskonto? Danke für deine Antwort, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück, Rita. Sehr gute Frage tatsächlich und ich musste erstmal selbst überlegen, aber ich verstehe, was du natürlich machen möchtest. Du möchtest quasi ein Angebot, also wie als wenn du einen Artikel bei eBay inserierst und das aber mit deinem Werbeflyer und dementsprechend den Text darunter, welche Dienstleistung du anbieten möchtest. Also ehrlich gesagt habe ich solche Angebote bei eBay nicht gesehen und ich kann mir vorstellen, am besten, wenn ich finde, dann packe ich hier mal einen Link unter die Beschreibung zu den Vorschriften bzw. Bedingungen, wie ein Angebot auszusehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, egal ob du das auf einem privaten Konto machst oder auf einem gewerblichen Konto, so eine Werbeanzeige einfach nur, dass diese von eBay gelöscht wird. Also die erfüllt nicht die normalen Angebotbedingungen, die gelten. Und somit brauchst du es, glaube ich, gar nicht zu versuchen. Du kannst es ruhig probieren, ob du das jetzt auf einem privaten Konto machst oder gewerblichen. Im Grunde genommen ist das meiner Meinung nach egal, wobei diese Aussage ist nicht verbindlich. Und da am besten nochmal über eBay einfach prüfen. Ich würde einfach nur sagen, dass die bessere Variante für sowas ist eBay Kleinanzeigen. Bei eBay Kleinanzeigen ist das Traffic auch sehr hoch dementsprechend und solche Anzeigen wie eine Dienstleistung sind da tatsächlich sogar erlaubt. Und wenn du so ein Betreuungsunternehmen hast und da jetzt irgendwelche Sachen anbieten möchtest, dann ist das dafür perfekt ausgelegt. Also am besten eBay Kleinanzeigen und da weiß ich, dass sowas funktioniert und sowas auch gerne angeboten wird. Und das ist meine Antwort dazu. Ich hoffe, damit konnte ich dir weiterhelfen. Und ja, da sind wir auch schon am Schluss der Fragen. Es waren vier Fragen, die ich mir rausgesucht habe, die so recht interessant waren. Und an dieser Stelle nochmal gerne weitere Fragen unter jeweiligen Videos, wozu ihr Fragen habt oder sonst auch gerne unter diesem Video. Und dann helfe ich natürlich weiter in der nächsten Ausgabe. Und falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und gib dem Video gerne einen Daumen hoch. An dieser Stelle möchte ich auch ein langes, schönes Osterwochenende wünschen und viel Spaß, genießt die Zeit, entspannt euch und bleibt natürlich immer aktuell und bis zum nächsten Video. Viel Erfolg, ciao.